Herzlich willkommen zurück, Freunde. Mission Nummer 4 steht an. Wir haben in der letzten Episode mal die Evolutionsgrube angesehen, Gespräche geführt. Und jetzt geht's daran, die Mission zu beginnen. Und das werden wir auch direkt tun. Nafash hat ihre Brut in diese eisigen Täler geführt, um die Protoss zu bekämpfen. Wir wissen nicht, ob sie sich dir freiwillig anschließt. So, ihr habt's gehört, erobern sie Nafashas Brut zurück. Eiskaltes Schweigen. Wie immer werden wir auf Brutal spielen. Es kann eine Schabe gewonnen werden, 2 Machtpunkte für Kerrigan und plus 5 Machtpunkte für Kerrigan. Bonus-Zielbelohnung. Ja, schauen wir mal, ob wir das mitmachen. Los geht's. Dieser Mond wird immer wieder von extremer Kälte in Form von Kryostürmen heimgesucht. Ein solcher Sturm nähert sich gerade. Er wird die Temperaturen so schnell sinken lassen, dass fast alle Wärmeenergie verloren geht. Aha. Der Sturm wird schnell vorüberziehen, doch solange er hier wütet, frieren unsere Truppen an Ort und Stelle fest. Ich spüre einheimische Kreaturen in der Nähe. Ihre Matriarchinnen verfügen über mächtige Essenzen. Mächtig genug, um uns dabei zu helfen, uns an diese Kälte anzupassen. Okay, schauen wir mal. Ich höre. So, sie kann... Kerrigan kann sich mittlerweile eingraben. Die zwei angriffen immer noch. Ich muss eine Usadon-Matriarchin finden und ihre Essenz besorgen. Der Schwarm schläft nie. Headshot. Nichts stellt sich mir in den Weg. Vorsicht. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Dieser Zerg ist verwildert. Er wird von keinem höheren Wesen kontrolliert. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. Noch eine verwilderte Schabe. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, irgendetwas stimmt hier nicht. Und darum, wir bleiben auf der Hut. In den Weg. Lass uns das hinter uns bringen. Komm, kämpf mit mir. Wir haben nicht viel Zeit. Wollen hier keinen Schaden erleiden. Der Sturm kommt näher. Ich muss nur eine Usadon-Matriarchin finden. Hier. Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Oha. Der Kryosturm ist eingetroffen. Deine Truppen sind eingefroren. Usadon, geführt von Matriarchin. Starke Essenz. Wenn Essenz assimiliert, Schwarm resistenter gegen Kryostürme. Der Schwarm ist hungrig. Der Kryosturm endet. Nie. Wir haben nicht viel Zeit. Was jetzt? Ich höre. Essenz assimiliert. Schwarm widerstandsfähiger gegen Kryosturm. Exzellent. Und jetzt gehen wir mal hier oben hin. Schwarmcluster von Nafash in der Nähe. Verletzte Schaben können sich eingraben, Wunden heilen. Los jetzt. Da sind wir auch schon. Nafashas Boot. Nafashas Boot. Nafashs Boot. Nafashs. Die Protoss müssen sie ausgelöscht haben. Ich werde diesen Schwarmcluster wieder erwecken. Jawohl. Die Protoss haben die Erweckung gespürt. Sie wissen, dass wir hier sind. Die Königin der Klingen. Aber was ist mit euch passiert? Schwach und menschlich? Hm. Oha. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr euch zeigt. Wir müssen Shakuras benachrichtigen. Sie werden die Goldene Armada aussenden. Sie werden euch vernichten. Isha, sag mir, dass sich die Protoss außer Reichweite von Shakuras befinden. Das tun sie, meine Königin. Die Protoss haben allerdings Psi-Relais, die ihre Psi-Kommunikation verstärken können.
Dann zerstören wir diese Relais, bevor die Protoss sie aktivieren können. Okay. Und geht los. Zusätzliche Materialien in Essenznahe. Wenn eingesammelt, Schwarm effizienter im Kryosturm. Mir gefällt ein effizienter Schwarm. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet, jage ich einige Matriarchinnen. Okay, Matriarchinnen sind da oben. Das ist der erste Was jetzt? Turm. Tapfere Protoss, haltet sie auf. Tragt ihr den Kampf entgegen. Wir müssen definitiv die Protoss nähern sich dem Schwarmcluster. Ein Kryosturm nähert sich. Die Protoss werden verwundbar sein, bis er vorübergeht. Die Protoss sind wehrlos. Greift an! Raus damit! So, jetzt bauen wir einen Overload. Erstmal gehen wir hier auf den Tech. Jetzt bauen wir einen Overload als nächstes. Wir brauchen mehr Mineralien. Der Kryosturm endet. Wer hat dich gefragt? So. Raus. Wir nehmen definitiv noch eine zweite Hedge. Scharmöhle, das haben wir. Eine Hatchery. 30. Wie bauen wir da ein? Und die geht. Ich höre. Der Schwarm schläft nie. In wenigen Momenten wird ein Kryosturm eintreffen. Was jetzt? Eine zweite Schwarmkönigin definitiv. Ein Kryosturm ist eingetroffen. Rückt weiter vor. Vernichtet die Protoss. Ist hungrig. Los jetzt. Mutation abgeschlossen. Lasst uns das hinter uns bringen. Du hast meine. Der Kryosturm zieht vorüber. Nichts stellt sich mir in den Weg. Lass uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Der Schwarm ist hungrig. So, wir gehen weiter hier schön in den Aufbau rein. Gehen jetzt hier schon in den Bodentruppenschutz. Hier haben wir drei drin. Nehmen noch diesen hier mit. Okay. Mehr Mineralien. Haben wir hier schon alles schon eingenommen. In einer Minute geht's weiter. Da kommt die nächste Diese Welle. Welt gehört mir. Der Schwarm schläft nie. Die Goldene Armada wird euch holen. Ich
In wenigen Momenten wird ein Kryosturm eintreffen. Wer hat dich gefangen? Der Schwarm schläft nie. Was jetzt? 8 Sekunden, dann gehen wir nach oben. Wir haben nicht viel Zeit. Ein Kryosturm hat begonnen. Die Protoss sind wehrlos. Greift an! Los jetzt! Der gehört mir! So. Der Schwarm schläft nie. Vorwärts! Macht keine Gefangenen! Kryosturm, machen wir weiter hier. Der Kryosturm endet. Weiter vorrücken. Diese Welt gehört mir. Raus damit. Mutation abgeschlossen. Eins weniger. Selbst wenn ihr unsere Relais zerstört, werden wir Shakuras benachrichtigen. Du hast mein... Alles kein Thema. Wir haben nicht viel Zeit. So, hier gehen wir auch weiter. Hier gehen wir auch weiter. Tech läuft. Wir haben jetzt eine dritte Hedge. Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Ich höre. Lasst uns das hinter uns bringen. Meine Königin, das Abschließen von Bonuszielen erhöht deine Macht. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Die Streitkräfte der Protoss sind jetzt eingefroren. Nie. Weiter vor. Los jetzt. Lasst uns das nicht ausbringen. Diese Welt gehört mir. Materialien in Essenz nützlich. Sichtweite während Kryosturm erhöht. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Wir machen hier die Ecke jetzt schön weiter voll. Bauen 4 Türme. Mutation abgeschlossen. Bauen auch hier von 2. Der Kryosturm wird schwächer. Der Schwarm ist hungrig. Und machen weiter jetzt zu. Nehmen jetzt parallel hier auch noch 2. Lufttürme. Das haben wir ausgebaut. Können wir sonst noch was bauen? Können wir nicht. Wir sind auf Kerrigan rauf. Und gehen weiter auf Schaben. So. Allgemein ist das alles so richtig. Gehen hier weiter. Da kommen sie. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Diese Welt. Wir bauen noch hier eine Zusatz-Hatch. Hatchery ist ein Kryosturm trifft bald ein. Ist wie eine Brutstätte halt. Der Schwarm ist. Ich höre. Und wir gehen weiter. Nichts stellt sich mir. Kryosturm, wir gehen hier lang. Ein Kryosturm. Der Schwarm schläft nie. Los jetzt. Haben jetzt eine Minute knapp Zeit, um ihn hier gar auszumachen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Haben jetzt noch 29 Sekunden. Los jetzt. Der Kryosturm endet jetzt. Zeit. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ist alles kein Thema. Bauen wir direkt nach. Wir haben genug Ressourcen. Gehen jetzt auch mal auf Overlords, dass wir das Thema dann auch durch haben. Im Kryo-Theater kamen wir auch weiter. Immer schön weiter zum Morgen hier. Der Schwarm schläft nie. Alles kein Thema. Der Schwarm ist hungrig. So, die 200 haben wir. Gehen wir mal hier. Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Kryosturm bald da. Gehen wir hier jetzt weiter rein. Genau, machen wir uns schon mal auf den Weg. Ein Kryosturm hat begonnen. Und gehen wir direkt Gas. Los jetzt. Lass uns verhindern. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Der gehört mir. Sollte geschafft sein. Der Sturm endet. Wir sollten uns bis zum nächsten Sturm zurückziehen. Anders. Nur noch eins ist übrig. Es ist zwecklos, Kerrigan. Shakuras wird euch vernichten. Und down. Weiter vorrücken. Wir haben nicht viel Zeit. Base bewachen. Ja. Der Schwarm lebt nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. So. Der Schwarm schläft. Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Da ist der letzte. Wo war? Hier ist der letzte. Weiter holen wir uns noch. Raus damit. Unsere Streitkräfte. Los jetzt. Die Streitkräfte der Protoss sind jetzt eingefroren. Okay. Hier sind wir sicher. Bauen. Gehen wir auf Nummer sicher. Ja. Sicher, sicher, Nummer sicher. So. Los jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Der grüne Sturm endet. Essenz assimiliert. So, Rückzug. Am Kampf im Kryosturm angepasst. Ist hungrig. Mineralienfeld erschöpft. Der Schwarmklasse wird angegriffen.
Los jetzt! Wer hat dich gefragt? Erschöpft. Der Schwarm schläft nie. Raus damit. Mineralienfeld erschöpft. Was jetzt? Warten jetzt auf den nächsten Kryosturm. Oder auch nicht. Ein Kryosturm wird bald hier sein. Viel Zeit. Diese Welt gehört mir. Mineralienfeld erschöpft. Weiter vorrücken. Wir sollten auf einen Kryosturm warten, bevor wir diese schwer befestigte Position angreifen. Ein Kryosturm ist hier. Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Raus damit. Der Schwarm schläft nie. Der Kryosturm endet jetzt. Ich glaube, wir ziehen uns jetzt nicht zurück. Wir machen jetzt hier Feierabend. Wir haben es ganz gut im Griff. Wir machen da nochmal einen Lift. Haben wir jetzt doch nochmal einiges verloren. Der Schwarm schläft nie. Aber das macht ja noch nichts. Schon den Nachschub. Ja, das wirst du bereuen. Wer hat dich gefragt? Und jetzt haben wir's. Die Expedition der Protoss wird Shakuras nicht mehr kontaktieren können. Jetzt bekommen sie es mit uns zu tun. So, haben wir geschafft. Fahren wir mal fort. Wir haben in der Ödnis eine Protoss gefangen genommen, meine Königin. Sie sagt, sie sei eine Forscherin. Ich habe dir nicht befohlen, Gefangene zu machen. Abatur hat darum gebeten. Er will sie sezieren. Warum? Genetisches Material der Protoss wird er nicht nutzen können. Er experimentiert gerne. Lasst sie leben. Sie kann vielleicht noch nützlich sein. Ja, Freunde. Meine Königin, deine Kammer ist jetzt bereit. In ihr kannst du deine Fähigkeiten anpassen. Also dann, Freunde. Danke fürs Zusehen. Das war Mission Nummer 4 auf Portal. Wir sehen uns bald wieder. Wenn es heißt, Mission Nummer 5 steht an, dann werden wir diese Gespräche alle machen, werden uns umgucken, Kerrigan ausbilden, in die Evolutionsgrube gehen und. Also, Freunde, bis zur nächsten Folge.